Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters, der dunkle Prinz. Oder wie ich es jetzt ab sofort nur noch nennen würde, Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir einige Kameraden in unser Team reingeholt und bevor mich da der Schleim angreift, bewege ich mich ein bisschen weiter. Wir wollen heute in die Eishöhle da hinter mir gehen. Die wird bestimmt das ein oder andere Geheimnis für uns beherbergen. Aber erstmal holen wir uns den da in unser Team und auch die Hammerlinge, beziehungsweise einen davon. Eine Gruppe Ameisenschlinger. Ich würde mal sagen, wir testen einfach mal, wie viele Schläge da aushält. Okay. Zwei Schläge. Das heißt, einmal kann ich ruhig angreifen. Beziehungsweise so um die 16. Heißt so viel wie Sunny lasse ich einmal angreifen und den Rest lasse ich mal verteidigen. Ich habe übrigens keine Möglichkeit, das hier irgendwie schneller laufen zu lassen, Leute, falls ihr euch das fragt. So. Ich würde gerne auch mal hier so einen Monstermampf ausprobieren. %. So, ich habe ihn hier mal Schmacko getauft. Begabung Rowdy. Nimm mich mal ins Team. Ich überlege gerade nur, wen ich nach Hause schicke. Ich glaube, ich tue den Stumpfpimpf dann auch in die Box. Kann ich den eigentlich auch nachträglich umbenennen, wenn ich es wollen würde? Beispielsweise, dass ich ihn zu Akaya umtaufe. Nee, einmal benannt, haben sie ihren Namen. Wollte schon sagen, du hast doch bestimmt hier die ein oder andere Fähigkeit. Helmspalter. So, ich ende mal was an der Gruppe. Und zwar tausche ich mal Akaya gegen den Gockel aus. So, der Ameisenschlinger. Schmalschnäuzige Monster, die stacheligen Ameisenbären ähneln. Ihre ziemlich langen Zungen sind gut dazu geeignet, Wanderameisen aus ihren Nestern zu schlürfen. Ja, wie ein ganz normaler Ameisenbär. Kommt her. Ach, das sind keine Hämmerlinge. Das sind Kalmare. Also Kalamari-Knirpse. So wie dasselbe Spiel wie gerade eben. Erstmal einprüfen, wie viele Schläge ich überhaupt verteilen kann. Oh, sind nach zwei Schlägen schon tot. Ja gut. Das kam unerwartet, dass die so schnell tot sind. Ich darf nur einmal draufhauen. Also wenn die so schnell tot sind, dann kann es nicht so schwer sein, die anzuwerben. Sage ich doch.
Ihn habe ich Sushi getauft. Was kann der denn? Aquatica. Kann man auch irgendwie so schon reingucken? Ach, das ist auch eher ein Heiler. Box. Die werden ja irgendwo gelagert. Die Karte deckt sich nur auf, wenn ich selber da lang laufe. Das heißt, ich gehe auch einmal kurz in die Ecke dort hinten. Die Tintenfische, die halten gar nichts aus. Was ist das da? Nichts. Okay. Hätten wir das geklärt. Hier ist zumindest was zu essen. Ein Heilkraut und was auch immer dort ist. Wieder so ein Steinchen. Oh, die bringen sich auch gegenseitig um. Guck mal, man kann auch so eine Liste angucken, was für Monster wir alles hier schon haben. Hier können wir noch 7 weitere Monster erfinden. Okay. Dann haben wir ja noch lange nicht alles hier gefunden. Aber gut zu wissen, wenn ich mal irgendein spezielles Monster suche. Weil es gibt noch eine andere Art, wie man am Monster rankommt. Zuerst wird die Höhle jetzt erkundet. Steinchen wird mitgenommen. Aus den Kalamaris scheint hier aber nichts drin zu sein. 3 Olefiolen. Okay, danke dafür. Wenn ich auf die Karte gehe und die Habitate angucke, sieht man dann auch, bei welchen Jahreszeiten die auftauchen? Oder ist das universell? Ich kann nicht sehen, bei welchen Jahreszeiten. Man kann die nach Familie und so weiter sortieren, aber nicht nach Jahreszeit. Weil da oben sind ja immer 4 Jahreszeiten und das dreht sich ja immer und immer wieder. Hier ist was zum Mitnehmen, wieder ein Steinchen. Ich rase natürlich nicht direkt auf das Tor zu. Ich schaue mich immer um. Guck mal, da ist wieder jemand Neues. Ein Maulwurf. Ein Maulwurf-Schelm, um genau zu sein. Ich mache erstmal anwerben. %48 direkt. Hat auch instant funktioniert. Ich würde sagen, das ist einfach der neue Akai und ersetzt den alten. Da kommt direkt der nächste Maulwurf aus dem Boden. Oh, da ist ein größerer Gegner. Der wird schwerer. Ein Zyklop. Unterwegs auf deinen Abenteuern wirst du hin und wieder extrem starken Monstern begegnen. Wenn es dir gelingt, einen anzuwerben, gewinnst du einen mächtigen Verbündeten hinzu. Aber erst einmal musst du es besiegen. Und das ist leichter gesagt als getan. Okay, vom Prinzip her unser erster Bossgegner. Ich gebe dir mal das Fleisch.
Er wirkt wie das Fleisch keines Blickes. Okay, wir sollten eventuell verschwinden. Der wanted meine Leute. Und ihm auch nur einen Damage. Flucht! Okay, für den müssen wir irgendwann später wiederkommen. Wenn die Monster sich Verletzungen zugezogen haben oder ihre Kräfte erschöpft sind, dann lasst sie in eine Herberge, um ihre LP und MP aufzufüllen. Wenn deine Monster ihr Kampftauglichkeit eingebüßt haben und dich aber fernab der Zivilisation befindest, kannst du sie mit entsprechenden Gegenständen oder Talenten aufpäppeln. Ja, das ist das Problem. Die habe ich gerade nicht. Dann müssen andere Leute ran. Okay, mit den Zyklopen komme ich nochmal wieder, wenn ich um die 20 Level stärker bin. Ich glaube, vorher kriege ich den nicht mal ansatzweise K.O. Ich sehe da wieder ein Steinchen. Warte mich irgendwas bei dieser Eistreppe. Ich sehe einen Gockel. Oh, die Draco-Armee. Okay, neuen Kameraden sehe ich jetzt hier aber nicht. Der Zyklop ist auch direkt in der Liste, ne? Guck mal, der ist Rang E und die sind Rang G. Daran merkt man auch, dass der deutlich höher ist. Rang A ist natürlich so ungefähr das Beste, was man kriegen kann. Also wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber schön, dass ich erstmal drei aus meinem Team, instant geschrottet habe. Und schon ist Frühling. Das weckt die Frühlingsgefühle. Okay. Passed the audition with flying colors. As a reward for scoring the role, let me teach you a handy little spell. Oh, sehr nett. That'll let you return to any place you've already visited quick as a flash. He's sure to come in handy. Now that's a wrap. See you back at the village. Ciao. Okay, mit ZL öffne ich das Teleportationsmenü. Ich würde aber gerne erstmal noch weitere Kameraden finden. Den Drachen, den kenne ich ja schon. Die Raupe haben wir noch nicht. Drücke während eines Kampfes ZL, um die Geschwindigkeit zu verdoppeln, mit der du das Geschehen abläufst. Ah, okay, ich darf jetzt endlich die Geschwindigkeit erhöhen. Und mit ZR automatisieren.
Ich würde sagen, den links, den greife ich zweimal an. Und die anderen mache ich einfach kaputt. Epizares Ballett kann ich MP stehlen. So, bitte nicht draufgehen, Räuberraupe. Aua, hat das weh getan. Okay, die hält nur einen einzigen Schlag aus. Ja, unsere K.O.-Freunde kriegen natürlich keine XP, ne? Oh, ich hatte die Kampfautomatik noch aktiv, aber zum Glück ist es nicht gestorben. Hallo Raupi. Ich weiß, sehr originell. Die anderen sind gerade so oder so tot, ne? Da wechsle ich die gegen die aus, die ich jetzt dazu hole. Ich hab nichts zum Beleben. Sonst würde ich die auch beleben. Hier unten haben wir die Karte, soweit es geht, erkundet. Gucken wir mal weiter. Da ist wieder so ein Huhn. Jede Menge Drakus. Die Blütendrachenarmee. Macht es einen Unterschied, dass der eine ein bisschen größer ist? Erkunde erstmal in diese Richtung. Das Coole an diesem Spiel ist, ihr habt das ja gerade eben gesehen, selbst so Minibosse und richtige Bosse kann man anwerben. Zumindest war es bei dem Teil, den ich gespielt habe, so, dass man selbst so gi richtig gigantische Gegner einfach anwerben konnte. Also selbst diese Megabosse. Aber was in der Hinsicht meine, das werdet ihr noch sehen. Kann ich eigentlich schwimmen? Nee, der will nicht mal zum Wasser hin. Ich steig mal in das Blütenblatt. Da oben in das Teil, das läuft ab. Also immer auf die Uhr da oben achten. Lustig. Wo komme ich raus? Ich glaube, ich bin in mein Dorf rausgekommen. Warte. Hier gibt es nur ein anderes Monster, was ich noch nicht habe. Wie gesagt, der Slime da ist größer als die andere. Macht das einen Unterschied? Eine Gruppe Schleime. Der eine ist größer. Hält der um mehr aus? Nee. Gibt er wenigstens mehr XP? Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ah, wir haben Begabungspunkte zu vergeben.
Oh, auf der anderen Seite ist eine Kiste, da muss ich hin. Hier, da haben wir das Monster. Ein Flügelschleim. Den kenne ich noch gar nicht. Bitte überleb. Ich hatte aus Versehen den Autokampf aktiv. Ich darf dieses automatisch Kämpfen nicht anmachen. Das Huhn hat Begabungspunkte erhalten. Hoffentlich taucht der Flügelschleim nochmal auf. Ja, da vorne ist er. Aber ich habe daran gesehen, zwei Schläge überlebt er. So, anwerben. 91%, komm. Ich taufe ihn Schmetti. Aber mal guck mal, anscheinend scheint das Wetter auch noch eine Rolle zu spielen. Nicht nur die Jahreszeit. Welche Monster hier rumrennen. Aber die Jahreszeit hat sich nicht geändert. Es hat sich nur geändert, dass es regnet. Und dann tauchte der Flügelschleim auf. Ich hatte erst darüber nachgedacht, den Flügelschleim auch Sunny zu nennen. Aber ich will die Dunkelrübe eigentlich erstmal noch ein bisschen behalten. Okay, ich komme hier ganz hinten raus. Hier läuft jetzt auch der Flügelschleim rum. Ach, von dem Flügelschleim und von der Raupe muss ich noch die Einträge lesen. Ich glaube, vom Maulwurf habe ich die auch noch nicht vorgelesen. Der Flügelschleim. Diesen Schleim sind Flügel gewachsen, nachdem sie davon träumten, sich in den Himmel aufzuschwingen. Nachts benutzen sie ihre Flügel als kuscheligen Schlafsack. Die Räuberraupe. Zwar gleichen diese Krabbeltiere Larven, aber sie sind tatsächlich ausgewachsen. Wenn die Temperaturen fallen, rollen sie sich zu kleinen Kugeln ein, um sich warm zu halten. Und der Maulwurfschelm. Diese tückischen Tunnelexperten sind traditionell zu Streichen aufgelegt, aber diese Tage vergraben sie sich immer öfter in ihrer Arbeit. Okay. Ansonsten habe ich ja niemand Neues. So, von der Karte her fehlt jetzt nur noch hier rechts, glaube ich, ein kleines Gebiet. Da gehen wir dann jetzt auch noch eben hin. So, die Jahreszeit hat sich gewechselt und hier ist ein neuer Gegner. Ein Dornendrache. Ich hau dich mal sicherheitshalber nur einmal. Ist übrigens geil, gerade eben ist mir das Spiel abgeschmiert, aber das Spiel speichert zum Glück automatisch. So, hier, nimm mal noch den Monstermampf. Oh, es hat eine Konterfähigkeit. Ich versuche dich einfach mal anzuwerben. Hat geklappt. So, ihn taufe ich Stacho. Nehme ich mal, solange es Hani noch ein K.O. ist, mal mit. Jetzt kann ich da hinten hochklettern. Es regnet übrigens immer noch. Ich habe ein schönes Steinchen. Ah, das ist schon wieder dieser Zyklop. Dem lege ich mich besser nicht an. Ein ganz großer Maulwurf. Ich laufe einfach mal den Weg entlang.
Jetzt ist sonnig. Ich besteige diesen Weg. Gekonnt ausgewichen. Meine Güte, geht's hier weit hoch. Sagt die Karte. Ich habe hier fast alles erkundet. Da ist jemand Neues. Ein Kobodo. Du überlebst doch bestimmt zwei Schläge. Oh, ich mach mal den Zungenpeitscher. Okay, er lebt nur einen Schlag vom Gockel. Merke ich mir. Mit dem Komodo fehlt dann hier auch nur noch ein weiteres Monster. Da sehe ich auch direkt einen neuen. So, muss erstmal die Kameraden von ihm ausschalten. So, dann versuche ich jetzt den Komodo anzuwerben. Oh, das hat funktioniert. Ist damit dein Kampf auch automatisch vorbei? Er heißt einfach Rex. Ja, damit ist Kampf auch automatisch vorbei. Ich finde es nett übrigens von der Karte, dass mir immer mitgeteilt wird, wo jetzt, für welche Jahreszeit was ansteht, wo ich was machen kann. Das ist sehr nett vom Spiel. Okay, hier in dem Eck scheint nichts zu sein. Dann gehe ich mal in die andere Himmelsrichtung. Ah, da kann ich aber erst bei Winter rüber. Na gut, muss ich einen Moment warten. Wir sehen uns wieder, wenn es hier Winter geworden ist. Oder wisst ihr was? Dort wird die nächste Folge stattfinden, wenn es Winter geworden ist. Ich sage an der Stelle einfach mal, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!